damit ein herzliches Willkommen zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind ja hier das letzte Mal stehen geblieben. Ich hoffe, das mit dem Ruckeln hat sich, weil ansonsten weiß ich es nicht. Assassin's Creed Origin funktioniert auf maximalen Details super. Geld abheben. Aber okay. Was wollen wir jetzt halt machen? Wir können jetzt halt hier die Kurtisanaufgaben mal ein bisschen machen. Dann können wir mal hier runter uns diesen Aussichtspunkt holen und nebenbei ein bisschen ja diese Tür und diese ganzen Sachen hier reparieren. Ja, das ist, denke ich, auch ein bisschen was, wo wir machen können. Ah, da rennt ein, ist ein Dieb. Ah, nein, 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 da geht's zur Hauptquest, da wollen wir nicht hin. Nicht anrempeln, ansonsten gibt's gleich Probleme. Wenn es euch mit der Auflösung passt, bitte sagen, oder ob ich noch ein bisschen was rumstellen soll. Unterhielt bayerische Gesandte letzte Nacht. Sie müssen mich betäubt haben. Doch wie? Wir tranken aus demselben Becher. Was dann geschah, weiß ich nicht mehr. Kommt, wir müssen sie finden. Die Kurtisane wird die Männer identifizieren, die sie betäubt haben. Sie müssen bestraft werden. Die Mission in weniger als 400 Sekunden beenden. Dann werden wir das doch machen. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt nicht alle Bonusziele erfüllen werde. Weil, wenn es funktioniert, dann machen wir es. Aber wenn es nicht klappen sollte, dann ist das nicht so schlimm. Er war dabei. Was zeigst du mit dem Finger auf mich? War es der Richtige? Ich kenne ihn, aber was soll's? Kommt, ich finde einen anderen. Dann folgen wir halt weiter in der Kurtisane. Hier hat der Kunde immer recht. Vor allem, wenn er sich von mir leiten lässt.
Mal Mediziner aufsuchen, gute Dame. Ihr habt mich betäubt. Ich kenne seinen Namen. Giesbert. Oder war es Georg? Folgt mir. Jedenfalls, der weiß, dass er das beim nächsten Mal nicht mehr machen sollte. Ich glaube, das ist der letzte. Da! Packt ihn! Was soll das? Vergonia! Schande, Renfi! Grazie, Ezio. Mindestens zwei von denen waren letzte Nacht dabei. Buona fortuna. Und haltet euch vom Wein fern, Madonna. Und Bonusaufgabe auch noch geschafft. So geil. Ja, noch eine. Oh, sogar zwei weitere. Sind hier oben gerade. Wir müssen von hier oben ein bisschen weg, ansonsten trigger ich aus Versehen die Hauptquest und dann können wir die Nebenquests schlecht gerade machen. Hierhin. Ich weiß gar nicht, wie viele Nebenquests es gerade hier gibt. Ne, eins weiter oben. Vielleicht finden wir auch noch ein Romulus versteckt. Das könnten wir dann nach und nach auch machen. Weil ich möchte zumindest die ganzen Rätsel versuchen, zumindest hinzubekommen. Kommt! Scheu ist etwas für Mädchen, nicht für tapfere Männer. Würde ich mal kurz hier hingehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kurtisanenaufgabe. Den Schneider nehmen wir auch gleich mit. Weil das wird auch nach und nach wichtig, der Schneider. Beutel. Rauchbomben. Erzählt euren Freunden von mir, ja? Jetzt können wir wenigstens Rauchbomben verwenden.
Dann brauchen wir schon mal zum... hier nicht hingehen. Ah, hier unten ist ein weiteres Romulus-Versteck. Das sollten wir auf jeden Fall auch noch aufsuchen. Auch Bomben machen. Wachen, kampfunfähig, eliminieren sie sie, bevor... Ja. Ich möchte bloß was nachschauen. Nee. So. Trinkt nicht das Wasser des Devere südlich des Campo Marzio. Okay. Donna Solaris tot. Glaubt ihr Bruder Santino, wir gehörten nun ihm? Er kämpft um die Gunst der Borgia und muss sich als Führer der Kurtisanen beweisen. Demütigt ihn in der Öffentlichkeit und die Borgia wenden sich von ihm ab. Dann hören wir nie wieder von ihm. Wird gemacht, Santino aufhalten, bevor er die Kurtisanen verprügelt. Okay, schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. So. Aufheben. Wertloser Lügner! Die Kurtisanen von Rom werden nie auf ihn hören. Erledigt. Was würde denn die Renovierung oder sagen, wenn wir das kaufen würden, kosten? Oh, ein bisschen mehr. Aber auch gut zu wissen. Damit wir ungefähr eine Preisvorstellung haben. Ich würde jetzt dann hier zur nächsten Kurtisanen-Quest gehen, aber zuerst mal zu den Gemälden. Gantler. Ich denke Folgenlängen, weil das wurde ja auch angeschrieben. Gesprochen. Ich denke, ich werde bei ungefähr 20 Minuten zwischen 15 und 20 Minuten bleiben. Oder besser sagen, ungefähr 20 Minuten möchte ich schon haben. Wenn es plus minus ein paar Minuten ist, eher 22 Minuten. Ich glaube, damit hat man dann auch ein bisschen was davon dann. Jetzt haben wir fast kein Geld mehr. Aber jetzt können wir fast 5000. Vergesst nicht, mein Warenlager unten am Hafen von Reaper zu besuchen. Ich führe allerlei Statuen und Wandteppiche. Diese Sachen können wir uns nämlich auch kaufen. Und dann wird das ein Assassinen-Stützpunkt aus sozusagen verschönert. Nächste Kurtisanen-Quest. Was haben wir eigentlich hier? Kopernikus. Ich würde jetzt halt erstmal das hier machen und dann Kopernikus würde... Ja,
Diese Kurtisanen-Aufgabe machen wir jetzt noch. Bis wir... Das machen wir zumindest in dieser Folge noch, weil jetzt haben wir ja 15 Minuten ungefähr. Vielleicht kommt noch was dazwischen, dass man das passt, weil ich nehme nämlich wieder für die ganze Woche auf. Und übrigens danke nochmal für die ganzen Kommentare, die ihr mir geschrieben habt. Die haben mir auch wirklich gut geholfen. Vielen Dank dann nochmal. Da fehlt uns jetzt das Gerold. Gehen wir doch hier rüber. Von uns lassen sich auch selbst verführen. Folgt Giulietta. Ich denke, sie bringt euch zu ihrem Auftraggeber. Okay, das Ziel mit einem Attentat aus einem versteckten raus eliminieren. Okay. Der ist jetzt leicht doof. Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen Roms. Die Guardia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewarnt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen empfindlich verschärft. Zuschauer dürfen bei der Vierteilung von Kriminellen nicht mehr einschreiten, sobald diese festgeschnallt wurden. Unser Scharfrichter wurde zuletzt durch die überstürzte Entbindung von seiner Pflicht zu viel in seiner Berufsehre gekränkt. Das ganz taktische Warten. Hier ist niemand. Wir ruhen uns hier bloß aus, mir nicht.
Bleibt doch hier garantiert irgendwo stehen. Gesagt, getan. Yep. Pferdchen, das ist ja so ungut. Ich wusste nicht, dass der Bastard ein Verräter ist. Du bist nicht mehr willkommen in der Rosa in Fiore. Ja, dann. Vielen Dank erst einmal hier fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Assassin's Creed. Also bis dahin. Ciao, ciao. Ja, damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind hier ja